Was wollte ich jetzt sagen? Was haben wir jetzt geredet? Hä? Was meinst? Was haben wir jetzt gerade vorher geredet? Tailcard, Waffe? Tailcard, Waffe, na. Und der Cut? Ist wurscht. Ich weiß, woran es liegt. Da ist wieder Störgeräusch, juhu. Das höre ich gar nicht. Nice. Der Achttümmel, der sich. Ja, was? Jetzt kriegst du sicher gleich wieder SMS oder irgend so, was du gespürst. Und weg bist. Bist du da? Ja. Wie ist denn da heute bei dir? Ja, das Unwetter da. Man kann das ist noch immer heute? Ihr habt schon seit 2 Tagen Unwetter bei euch, oder wie? Ja, bei mir blitzt und krammelt. Packt nicht, dass bei dir nichts ist, ehrlich gesagt. Ich meine, das sind 30, 40 Kilometer. Mehr. Wieder mal ein Lugner. Wie immer. Ja. Wohin fliegt er? Ja, pff, schmeck's. Ja, warum hast du ihn nicht markiert, du noch? Auf die 2. Oder? Die 2? Die 3. Ah. Jetzt sagen wir auf die 5. Die 5? Wieso bist du denn nicht auf der 5? Ja, weil du gesagt hast, der ist auf der 3. Okay. So geil, du bleibst immer wieder, man sieht beim Ausgang schon die Yagi-Area. So fein. Aber wieder den Witsch erzählt mit dem Bär, mit dem Hasen und mit dem Fuchs, die zur Stellungskommission kommen. Na? Den erzähl ich jetzt. So. Ich muss ja schon lachen, wenn ich dran denke. Da übrigens auf der 5 ist er nicht, gell? Nur zur Info. Ja. Auf der 2 so. Jetzt hast du eins drunter hier. Aber du wolltest nur Witz von. Ja, pass auf. Ein Bier, ein Hase und ein Fuchs kommen zur Stellungskommission. Wollen alle drei nicht zur Bundesserie, packen sie überhaupt nicht. Sie müssen es irgendwie schaffen, dass sie untauglich sind. Passt. Der Host ist der Erste, der rein muss. Fangt an zu den anderen, hey Leute, hey, was mag ich? Ich hab der Bär auf die glorreiche Idee, sagt er, weißt du was, du bist der Host, wie schneidet man die Ohren ab? Und was wollen die mit einem Host ohne Ohren? Du bist automatisch untauglich. Passt, der geht, die schneiden ihm die Ohren ab, der geht da rein in die Stellungskommission. Der Typ, der Prüfer, schaut den an, sagt er, was? Du bist der Hase, ohne Leben, was tue ich mit dir? Untauglich. Passt. Hase geht raus, die anderen warten natürlich schon gespannt. Was ist los? Sagt der Hase, ja, sicher, untauglich, passt. Gut. Fuchs, nächster. Sagt der, was mach ich? Ich hab keine großen Ohren und ich kann mir die Ohren nicht anschneiden. Sagt der Hase, nein, du schneidest ja nicht die Ohren ab, bei dir macht man es einfach so, wir schneiden einen Schwarf ab. Ein Fuchs ohne Schwaf? Was wollen die mit einem Fuchs ohne Schwaf? Passt. Die schneiden den Fuchs in Schwaf und der geht da rein. Der Prüfer sitzt wieder durchzieht, der Fuchs. Was tue ich mit dir? Ein Fuchs ohne Ruden? Das kannst du. Der Schenker, brauche ich nicht, untauglich. Passt, der Fuchs geht wieder raus mit einem Grinsen in seinem Gesicht. Sagt der andere, was ist los? Sagt er, naja, klar, untauglich. Sagt der Bär, na passt. Ich? Keine Ohren? Ein kleiner Schwab, was tue ich jetzt da? Sagt der Fuchs, na weißt du was, jetzt gehen wir her. Du bist der Bär? Hier schlagen wir einfach alle Zähne aus. Was wollen die mit einem Bären ohne Zähne? Sagt der Bär, das ist eine gute Idee. Mit der Fuchs geht hin. Hat denn alle Zähne aus, jeden einzelnen? Der Bär geht da rein in die Stellungskommission.
Der Prüfer schaut den Bär und sagt, der Bär, was ist mit dir? Was tue ich mit einem Bär ohne Zähne? Der arme Bär. Gut. Passt, der Fuchs und der Hase warten da draußen, der Bär kommt. Die denken sich, was ist denn jetzt? Das hat sicher nicht funktioniert. Ich hab noch falsch erzählt, ich fahr drunter. Wurscht! Der kommt und kommt nicht. Ich frage mich, ob das der Witz war. Der Witz. Wirklich, hat der Mann gemacht. Nein. Auf jeden Fall, der Bär kommt dann daher. Der Fuchs und der Haus denken sich, das kann nicht sein, das hat nicht funktioniert. Versteht was nicht. Es dauert eine halbe Stunde, der Bär kommt raus. Die schauen den Bären an. Sagt, was ist los? Bist du nicht untergegangen? Ich sag, oh ja. Sagt, oh, ist es wegen den Zähnen? Sagt, ja, ich bin quar. Na, das ist mit dem. Ja, der Schwul. Dafür haben wir einen besseren jetzt, pass auf. Die Tiere im Wald beschließen, dass sie nichts mehr trinken. Keinen Alkohol. Absolut kein Alkohol mehr im Wald. Der Bär, als größter und stärkster im Wald, beschließt natürlich, er kontrolliert das, ne? Passt. Erste Nacht, der Bär geht seine Runde, sucht, ob er jeder sein, was der sein Versprechen einhält. Geht. Geht ein Stück, auf einmal bleibt er beim Baum stehen, liegt der Haus drunter, der Baum nagelt zu, voll fett, kann sich kaum drehen. Der Bär schüttelt den Hasen und sagt, der Hase, was ist denn los mit dir? Wir haben gerade beschlossen, wir saufen nichts mehr, jetzt finde ich dich da Baumnagel zu. Das kann nicht sein. Sagt der Hase, ja, Alter, die haben sich Resteln ausgezupfen da an, das hat sein müssen. Das war nicht anders gegangen. Sagt der Bärenhase, sagt er, naja, passt was. Wir haben sie erst gestern entschieden. Ich sage einmal nichts. Und ab morgen bitte halt das Alkoholverbot aber strikt ein. Passt. Nächster Tag, es wird wieder Nacht, der Bär macht sich auf seine Runde. Schaut, geht zum Baum, der Hase nicht da. Passt, denkt er sich, sehr gut, der halt brach ein, geht weiter. Liegt der Hase dort neben seinem Nachbar beim Haus, halt Baumnagel zu, voll fett. Der Bär schüttelt den Hase, sagt, der Hase, was ist mit dir, jetzt findet ihr schon wieder Baumnagel zu, jetzt haben wir erst geredet. Der Hase steht aus, sagt der Alter. Der Nachbar hat auch noch Reste gehabt, jetzt haben wir das noch trinken müssen, wir können nicht den Alkohol schlecht werden lassen, das kann nicht sein. Der Bär sagt, ja okay, passt, das verstehe ich noch. Aber jetzt habt ihr eh keine Reste mehr, sagt der Hase. Nein, es ist alles weg. Passt. Nächster Tag bricht an, nächste Nacht bricht an, der Bär macht sich wieder auf seine Runde. Schaut zum Baum, passt, kein Hase. Geht zum Haus, zu seinem Haus, schaut beim Nachbarn noch zuerst, passt, kauft es da. Gut. Geht weiter seine Runde, geht oben zum Teich, gell? Und auf einmal sieht er so beim Teich so ein kleines Stickerl Strohhalm rausstehen und denkt sich, was ist denn das? Das gibt's ja nicht, das ist normal nicht, gell? Geht hin zu dem Strohhalm, greift hin, zieht da, hängt der Haus am anderen Seil, wascheln los, boom, Nagel zu, voll fett. Der Bär schaut den Hase und sagt, der Hase, das kannst du nicht sein, jetzt bist du schon wieder Baumnagel zu. Was sagst du dazu? Der Hase schaut den Bär und fängt an, das interessiert das Fische nicht. Sehr schön. Ja. Die haben wir alle gestern oder vorgestern in der Firma gehört. Da hat man es dankbarerweise gemerkt. Das ist gut, ja. Und meinen Lieblingswitz kennst du leider schon. Mit den Schwulen im Flugzeug. Den habe ich das schon. Das ist ein Traum. Ach, wieso stirbt denn der nicht? Ja, weil das so solo ist. Weil es nicht ganz 10 Minuten und wir haben gestern schon länger gebraucht, für Monster. Ja, für zwei. Auch für eins. Okay. Okay, rollt uns.
Mhm. Ja, der geht fressen auf die drei wahrscheinlich. Mhm. Schießt du Falle? Ja, komm los. Schießt Brühe mit Bomben vor. Nee. Auf ihn, nicht auf mich. Und jetzt kommt der Feuerball. Ah, schon. Jetzt kommt er. Das! Na! Nicht wahr! Ich hab die Aufnahme rein, gell? Schau dir bitte noch einmal das Video an, ich weiß noch nicht, wann ich das hochlade, aber schau dir das Video an. Der Dess hat gerade den Feuerball und ich hab so richtig schön die Kamera hingezeigt. Den Feuerball geblockt mit dem Großschwert, so wie wir mit dem Großschwert blocken. Okay. Der so. Wie hat er mit, wie man mit dem Großschwert hat blockt? Ich hab mir gedacht, du nimmst das jetzt nicht auf. Oh ja, einfach auf Aufnahme gedrückt, wie du gesagt hast, du nimmst auf. Außerdem haben wir einen Einzelrater, das glaube ich noch nicht. Nein. Hab ich hier dann offline ohne Video gemacht? Ja. Oder? Ja, sicher, ich hab nur ein Video offline gemacht und das war die Rate. Ja. Der hat mir nur Spaß gemacht, dass ich nichts kann. Ich mir gedacht, da bin ich jetzt nicht. Im ersten Video voll. Mit dem Fanger, gell? Ja. Humpelt nämlich jetzt, glaube ich, pass auf. Das ist sehen, ich bin ein Monster Hunter, Pro Hunter. Ich bin überhaupt nicht in der Beste, ich bin so riesig, unglaublich. Na, der ist der Mauer nicht blockt. Alter. Überfall ich dich, glaube ich. Ja. Wo legst du ihn denn erst? Und wo ich stehe. Schauen wir mal, ob es mit der Fall, mit der Blitzfalle auch funktioniert. Ja. Sicher. Wenn es mal anders ist, gibt es ja nicht. Denk mal ja. Ich mache nämlich netterweise Drachenschaden. Tags. Ja. Ich will das Drachenhorn nehmen, das macht zu wenig Pro-Schaden. Mhm. Hat keinen Sinn. Stimmt. Die Liebschatur aus. Also. Vor allem dadurch, dass Seals Katze schwarz ist, passt sie so richtig gut rein. Ich schon wieder das. Kann aber Rillenkäfer. Und nochmal Marienkäfer, na gut, der ist eh eher orange als wie rot. Weil es gibt es rote Marienkäfer? Ein echter Marienkäfer ist rot. Nein, orange. Orange? Genau so wie der jetzt ausschaut, gleiche Farbe und das ist nicht rot, das ist orange. Okay. Rot ist die Trankball, die ich gerade ausgerüstet habe, das kannst du vergleichen auf dem Video. Das ist nicht rot. Und in jedem scheiß Kinderbüchel, das ist das, was mich schon jahrelang aufregt, in jedem Kinderbüchel ist ein roter Marienkäfer drin. Und in echt ist ein Marienkäfer aber orange. Okay. Mit schwarzen Punkten. Schau das in echt einmal an. Ich bin farbenblind, ich sehe das nicht so genau, das weißt du. Ich weiß nicht, dass du farbenblind bist, heftig. Nicht? Ah, oh, okay, jetzt, du weißt, es tut mir bei manchen Sachen recht schwer. Vor allem, wenn sie auf der gleichen Farbposition sind. Wie eben rot und orange. Oder orange und gelb. Oder grün und türkis. Genau. Heftig. Oder dunkelblau und schwarz, da tue ich mir immer schwer. Org. Wenn ich mir einen Anzug kaufe, muss ich immer fragen, ob die Teile jetzt anpassen. Echt? Ja.